Ja, was sagt uns das? Vorher gleich alles messen und dann spart man sich die doppelte Arbeit. Der Fehler kann nur auf der Folie selbst liegen. Moin moin Freunde und herzlich willkommen zu einem weiteren Video. Ja, erstmal vorweg, bevor wir jetzt gleich mit dem nächsten Aim-Controller loslegen, oder Controllers heißt der ja. Ich gucke hier gerade nochmal auf die Schachtel. Aim-Controllers. Kunde sagt, R2-Taste hatte erst Wackelkontakt und jetzt keine Funktion mehr. So, Sichtkontrolle beim R3-Stick, nicht die R3-Taste, hatte sporadische Aussetzer. Notfalls auch reparieren. Ich werde den gleich mal analysieren. Ich werde euch das auch einblenden. Wir wollen mal gucken. Also ich verstehe das jetzt hier unten so, hat sporadische Aussetzer, also ein typisches Stickdrift-Problem. Wir gucken uns das gleich mal an und wie gesagt, ich blende euch das Ganze gleich mal ein. Aber das Thema hier oben, R2-Taste, gucken wir uns gleich mal an. Und wie gesagt, ich blende das euch auch ein, ob da überhaupt noch irgendwie ein Kontakt ist oder ob die R2-Taste gar nichts mehr macht. Dann packen wir das gute Stück mal aus. Da ist er. Und ich werde mich auch gleich erstmal um die R2-Taste kümmern. Das andere, wie gesagt, blende ich euch ein und dann ja, müssen wir gucken, ob wir dort auch noch was machen oder das Ganze nur reinigen oder eventuell schon die ganzen Sticks austauschen. Aber wie gesagt, erstmal kümmern wir uns darum. Es kann natürlich sein, dass hier irgendwie ein Wackelkontakt ist oder der Taster vielleicht runter ist, weil ein Taster hat halt auch eine bestimmte Lebensdauer. Also ich weiß, dass Aim-Controller hier einen sogenannten Omron-Taster verbaut und der ist so angegeben mit 1 Million Klicks. Also nach 1 Million Mal hier diesem hier ist, kann das Ganze vorbei sein. Kann natürlich auch schon früher oder auch später halt der Fall sein. Aber wie gesagt, jeder Taster, egal was es ist, hat halt eine bestimmte Anzahl an Klicks und wenn die erreicht ist, ist es halt futsch, das Ganze. Ne? Also dann müssen wir das Ganze austauschen. Also der ist kein, nee, der ist kein halbes Jahr alt. Na, wie gesagt, ich werde das Ding jetzt im Speed-Verfahren öffnen und dann gucken wir uns das Ganze mal an. Das möchte ich euch eben noch mal kurz zeigen. Also, wenn ihr diesen Controller öffnet, dieses Mittelteil könnt ihr halt noch ganz bedenkenlos abnehmen. Aber wenn ihr dann halt mit den weiteren Schritten fortfahrt und vor allen Dingen dieses Siegel hier unten, machen sie meist unten rechts oder unten links auf einen dieser Senkkopfschrauben. Wenn ihr das jetzt durchbrecht mit einem Schraubenzieher, dann ist eure Garantie natürlich futsch. So, jetzt gucken wir uns das Ganze mal an. Wie gesagt, wer so die anderen Videos von mir gesehen hat über den Aim-Controllers, in der ersten Reihe haben sie noch sehr viel mit Widerständen gearbeitet. Da war der Remapper halt noch ein bisschen anders aufgebaut. Da hatten sie zum Beispiel noch nicht diese Verbindungsfolie. Dort wurden halt die Omron-Taster direkt über die Platine verlötet. Genauso wie ich es halt auch in meinen Umbauvideos zeige. So, jetzt mit dieser neuen Folie ist es halt etwas anders. Jetzt müssen wir uns mal angucken, ob es hier irgendwelche kalten Lötstellen gibt. Und dazu muss ich den Trigger halt noch weiter zerlegen. Ich habe mir diesen alten Omron-Taster jetzt hier erstmal abgelötet. Der war hier oben drauf
verlötet auf dieser Remap-Folie. Und wie gesagt, wir werden den auch gleich nochmal testen, ob der irgendwie irgendwelche Ausfälle hat oder ja, wie gesagt, jedenfalls, meine Vermutung ist halt, dass dieser Taster einfach runter ist, beziehungsweise keine Funktion mehr hat. Ich habe mir auch die Remap-Folie angesehen und der Controller wurde ja nicht irgendwie schon vorher geöffnet. Das hat einfach so aufgegeben. Also ich hätte jetzt gesagt, wenn ja, vielleicht jemand schon drinnen rumgespielt hätte im Controller, um vielleicht irgendwas zu reparieren und hätte jetzt zum Beispiel irgendwas von dieser adaptiven Triggerfolie beschädigt, dann hätte ich glatt gesagt, ja, da ist irgendwie der Fehler in der Folie, in dieser Flexfolie selbst. Aber das sieht alles sehr gut aus. Und somit gehe ich mal stark davon aus, dass dieser Taster einen Defekt hat. Dazu habe ich mir das Ganze abgelötet und die entsprechenden Ersatzteile haben wir natürlich wieder bei uns im Shop. Und ich werde mir jetzt ein entsprechendes Ersatzteil auflöten. Wie gesagt, ich denke, dass der hier einfach nur aufgegeben hat. Entweder ist er runtergespielt oder hat halt vorzeitig aufgegeben. Wie gesagt, nach einer Million oder mit einer Million ist dieser Taster halt angegeben. Aber es kann halt auch halt früher mal zu Ende sein. So, ich werde ihn gleich im Speed-Verfahren zusammenbauen. Weil ich habe dir jetzt schon ein paar Videos gezeigt, auf was du so achten musst beim adaptiven Trigger, ob den jetzt im Originalen zerlegst oder halt umbaust. Deswegen denke ich, spare ich mir das Ganze und zeige dir jetzt hier nur noch eine Sache. Und zwar, dass sich das Ganze auch wieder so anhört wie vorher. Das heißt, wenn ihr das auflötet, beziehungsweise den Taster hier verlötet, dass ihr wirklich darauf achtet, dass der schön sauber da drauf liegt. Und vor allen Dingen, wenn ihr den Ersatztaster nimmt, das macht AIM nämlich genauso. Hier unten sind nämlich normalerweise zwei so eine Pins, dass ihr die hier unten auch einmal wegzwickt. Sonst habt ihr nämlich nicht den perfekten Abstand und dann werdet ihr eure Schultertasten nicht dort drauf bekommen. Was sowas hier soll, das hier ist sowieso jetzt überflüssig, das könnt ihr alles rausschmeißen. Deswegen werde ich das hier gleich noch ablöten und dann lassen wir diese ganze Rumble-Geschichte draußen. Spart noch unheimlich Gewicht. Und ja, dann werde ich das Ganze wieder alles zusammenbauen und dann werden wir am Ende mal gucken, ob das Ganze so ausgereicht hat. Jetzt werden wir hier noch so eine kleine Bauteilreinigung machen. Also ich werde nochmal alle Oberflächen reinigen mit Luftdruck und mit Alkohol. Zwar war bei diesem Controller nur das Problem, dass die R2-Taste nicht mehr ging, aber Sichtkontrolle beim R3-Stick stand da ja, hat sporadische Aussetzer und ihr habt es vielleicht auch gerade gesehen an der Fehlerdiagnose. Ich fand eher das Problem war bei L3, nicht R3. Obwohl ich sagen würde, die Sticks sind noch im Okay-Bereich. Also man könnte jetzt natürlich noch eine Stick-Drift-Reparatur dazu buchen. Aber hier steht Sichtkontrolle. Normal wäre jetzt die Reparatur abgeschlossen. Es handelt sich hier um einen R2-Defekt. So wurde es angegeben. Aber wir machen das heute mal, sage ich mal, aus Kulanz mit. Und ich werde jetzt erstmal die ganzen Potentiometer sauber machen. Also mit Luftdruck reinigen. Und dazu puste ich hier überall erstmal die ganzen Bereiche aus. Seht ihr jetzt vielleicht nicht so, aber hier sammelt sich meist auch immer Staub drinne. Manchmal sind hier auch richtige Knäule drinne von Katzenhaaren und so. Also wie gesagt, so ein Stick zieht halt magisch alles an. Und dann werden wir das Ganze hier noch mit Alkohol sauber machen. Wie gesagt, da müsst ihr auch immer vorsichtig sein. Wenn
wenn ihr da mit Flüssigkeiten rangeht, fangt da nicht an mit irgendwelchen Bremsenreiniger oder Kontaktspray und weiß ich was alles, was man alles so schon auf YouTube gesehen hat. Einfach ein bisschen Alkohol 100%igen aus der Apotheke oder zur Not Isopropanol 99%igen. Und dann könnt ihr hier drinnen diesen Kohlefaserring ein bisschen sauber machen und auch die weißen Plättchen von den Potentiometern und genau darauf achten, wie ihr diese Spangen wieder dort einlegt. Also dieses Plättchen muss halt in eine bestimmte Richtung wieder eingebaut werden. Das ist nicht egal, wie rum ihr das Ganze wieder einbaut. Also ich habe mir eben auch mal diese Kohlefaserringe ein bisschen genauer angeguckt. Ich habe hier, das seht ihr jetzt zwar nicht, steht nicht im Bild, so ein Mikroskop. Dort kann ich die halt ganz genau mal in tausendfacher Vergrößerung mir angucken. Also diese Kohlefaserringe, die sehen auch wirklich gut aus. Natürlich, man sieht, dass sie halt nicht mehr neu sind, aber sind halt noch nicht runter. Deswegen, wir werden das Ganze jetzt erstmal sauber machen, diesen ganzen Staub daraus nehmen. Und ich werde auch noch diese Plättchen ganz vorsichtig reinigen hier oben. Und dann am Ende nochmal mit Luftdruck raufgehen und ja, diese Plättchen wieder einbauen und das Ganze wieder verschließen. Dann baue ich den Controller wieder komplett zusammen und dann werden wir mal gucken, wie sich das Ganze jetzt verhält. Ja, was sagt uns das? Vorher gleich alles messen und dann spart man sich die doppelte Arbeit. Diesen Schritt hätte man sich sparen können mit dem Taster auswechseln. Am besten, wenn ihr zu Hause einen Durchgangsprüfer habt. Ich habe es alles hier, aber ist ja auch schön, um euch das mal wieder zu zeigen, dass man sich auch die Arbeit doppelt machen kann. Also wenn ihr einen Durchgangsprüfer zu Hause habt, ganz einfach. Ihr nehmt euch den Taster, Durchgangsprüfer, stellt auf Piepen, haltet den Plus- und Minuspol ran, betätigt den Taster oder holt euch noch eine Person dazu. Einer hält fest, der eine drückt den Taster. Und dann seht ihr ja, ob der Taster einen Defekt hat. Also beziehungsweise, ob ein Piepton kommt oder ja, ob nicht. Wie gesagt, wenn der Taster nämlich in Ordnung ist, dann braucht ihr gar nicht euch diese Schritte machen und euch einen neuen Taster auflöten. Ich bin jetzt nämlich stark der Meinung oder stark davon ausgegangen, dass es sich hier um einen defekten Taster handelt. Aber dem ist nicht so. Das heißt, der Fehler kann nur auf der Folie selbst liegen. Ist natürlich sehr ärgerlich, da man jetzt gezwungen ist, eigentlich den ganzen Trigger komplett auseinander zu bauen und ja, das Ganze wieder auf einen Standard umzurüsten. Ihr seht ja, hier ist ein kleiner Widerstand drauf und ich tippe, dass der für beides geregelt ist, dass hier irgendwo der Fehler liegt. Irgendwo hier die Verbindung zu der kleinen adaptiven Triggerplatine und wie gesagt, dann kann er halt die Befehle halt nicht mehr weitergeben. Das heißt, egal welchen Taster ihr hier drauf habt, es wird einfach nicht funktionieren. Jetzt müssen wir natürlich gucken. Ich könnte jetzt natürlich den Taster hier oben ablöten. Dann ist der raus. Aber die Folie wurde hier von Aim Controllers extrem verklebt.
Jetzt könnt ihr euch natürlich das ganz einfach machen. Entweder schneidet ihr euch jetzt hier einfach die Folie ab. Aber ich möchte gerne wissen, ob es an dieser Folie liegt. Deswegen werde ich mir persönlich die Arbeit machen und diese Folie von dem Einsatz lösen und den Omron-Taster direkt draufkleben auf den Einsatz. Wenn ihr so ein Problem habt, müsst ihr entscheiden, ob ihr das Ganze vielleicht hier sauber abschneidet. Dann braucht ihr das Ganze nicht verkleben, sondern könnt euch hier entsprechende Kabel verlöten und dann direkt mit der Platine verbinden. Dazu müssen wir uns dann natürlich eine neue Folie einlegen, also beziehungsweise wieder die originale, damit wir auch die Funktion der L1 und R1 Taste wiederherstellen. Also ich finde es auch schon wieder sehr ärgerlich, dass sowas aus dem Nichts passiert. Ich habe das Ganze jetzt wieder auf die klassische Art und Weise umgebaut, die originale adaptive Triggerfolie rein und der Controller ist hier nicht mit Bumper ausgestattet, sondern ganz normal mit L1 und R1, somit auch wieder dieses abgeschnittene Gummi rein, wie hier auch bei der Folie von Aim Controllers. Jetzt habe ich den Omron-Taster hier oben direkt auf den Einsatz verklebt, also die Folie war hier auf dem Einsatz verklebt und dann natürlich der Taster auf dieser Folie verlötet. Das habe ich jetzt abgelötet und hier drauf geklebt und dann halt mir zwei entsprechende Kabel hier verlötet und direkt mit der Platine verbunden. Jetzt werden wir das Ganze wieder hier einstecken und ich hoffe ja nicht, dass der Fehler vom Chip aus gesteuert ist. Also das wäre ja natürlich katastrophal, gerade weil das hier eine Programmierfunktion hat. Dann haben wir hier nämlich ein richtiges Problem, da wir diesen Remapper, also von Aim Controllers, halt nicht nachbekommen. Da müssen wir ja halt eine andere Variante einbauen. Also ich hoffe mal, dass dieser Fehler jetzt von dieser Folie kam. Weil so ist hier nichts offensichtlich erkennbar. Die Leiterbahnen sehen gut aus und wie gesagt, wenn, dann ist die auch von alleine kaputt gegangen. Also hier hat ja noch nie jemand wieder was geöffnet nach dem Ausliefern. Ja, wie gesagt, hier ist so ein kleiner Widerstand drauf. Und das sieht auch so aus, als ob es für L2R2 ist. Nicht, dass der hier irgendwie zerschossen ist und dann halt, ja, diese ganze Folie lahmgelegt hat. Aber das werde ich mir nochmal in Ruhe angucken. Die R2-Taste funktioniert wieder auf die klassische Art und Weise mit dem direkten Verlöten auf der adaptiven Triggerplatine. Ich habe gerade schon ausprobiert, alle anderen Tasten funktionieren wieder. Also der Fehler kommt nicht von dem Remapper selbst oder von dem Chip oder ja, von den adaptiven Flexbandkabeln, die zu der adaptiven Triggerplatine gehen, weil wie gesagt, wenn diese Kabel hier beschädigt sind, kann natürlich auch Fehlfunktionen ausgelöst werden. Der Fehler kommt von dieser kleinen adaptiven Triggerfolie, beziehungsweise von dem Widerstand oder ja, vielleicht hat derjenige, der das hier oben verlötet hat, irgendwie zu heiß gelötet und irgendwie die ein oder zwei Leiterbahnen hier beschädigt. Ja. Und wie gesagt, das Ganze hat einfach von heute auf morgen aufgegeben. Also, wie gesagt, wenn euch das gefallen hat, Daumen nach oben, Abo dalassen und wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dahin, hau rein, ciao, ciao.